Loading multimedia operating system. Establishing connection. Ja, willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, was es in Adobe After Effects auf sich hat mit 2D, 3D, Kameratracking und überhaupt, wann braucht man wie und was und wie arbeitet man mit Kameras in After Effects etc. Es ist jetzt kein spezielles Ziel, was wir erreichen werden. Ich möchte einfach mal so einen groben Überblick geben, denn ich habe gesehen, das geht einfach aus manchen Fragen hervor, die ihr per E-Mail schickt, dass manche nicht ganz klar zu sein scheinen, wie man Kameras und benutzt in After Effects und wie auch der 2D- und 3D-Raum funktioniert. Wenn ich mir dann die Projekte angucke, die diejenigen Leute, die mir geschrieben haben, gemacht haben, dann sehe ich, dass sie ja schon was gemacht haben mit 3D-Kameratracking etc. Aber aufgrund der Fragen denke ich einfach, dass man da vielleicht noch so ein paar Sachen erklären kann. Und mir ging es ja mal genauso. Und das schauen wir uns jetzt mal an hier. Okay, wir fangen jetzt erstes mal an mit 2D-Objekten. Wenn wir standardmäßig in After Effects drin sind, dann haben wir es einfach mal nur mit 2D, mit einem 2D-Arbeitsraum zu tun. Ich habe hier eine Komposition, da ist einfach nur eine Formebene drin, das ist einfach nur ein Rechteck. Und wenn wir uns mal hier über die Taste R die Rotationseigenschaften aufrufen, dann sehen wir, hier können wir einfach nur eine Drehung um den Ankerpunkt machen. Mehr nicht, weil wir uns hier im 2D-Raum befinden. Skalierung können wir natürlich auch noch machen, die Größe des Objekts anpassen. Wir können das Objekt auch stauchen, also halt ja, verzerren, gar keine Frage. Mehr kann man jetzt aber hier noch nicht machen. Und man kann natürlich noch die Position anpassen. Ja, das ist halt das, was man im 2D-Raum machen kann. Mehr erstmal noch nicht. Der Unterschied zum 3D-Raum ist halt, dass wir noch eine dritte Dimension haben. Wir könnten die Sachen dann um die eigene Achse drehen. Das kann ich ja mal machen. In After Effects ist es so, ich kann jedes beliebige Objekt, sagen wir mal jede beliebige Ebene, das ist zum Beispiel eine Ebene, das ist die Ebene Nummer 1, die könnte ich jetzt in ein 3D-Objekt umwandeln, indem ich einfach hier hinten bei 3D-Ebene ja, diese Box hier setze. Jetzt habe ich eine 3D-Ebene und ihr seht, da sind sofort zu der zu den Rotationseigenschaften ein paar Sachen hinzugekommen. Zum Beispiel um die X-Achse drehen und ihr seht ja auch direkt, was passiert, um die Y-Achse drehen, weil wir jetzt ja in der dritten Dimension arbeiten. Das funktioniert jetzt alles. Jetzt arbeiten wir hier noch nicht mit Kameras. Wir haben keine Kamera in der Komposition drin, wie ihr seht. Wir sehen einfach nur hier eine stinknormale Frontalansicht unserer Komposition und ich kann meine einzelnen Objekte natürlich so ändern und komme dann zu so einer Darstellung. Das gleiche könnte ich auch machen, indem ich die Rotationswerte dieser Ebene nicht verändere, eine Kamera hinzufüge und dann das gleiche mit der Kamera mache. Ich zeige das gerade mal. Ich habe jetzt hier ein 3D eine 3D-Ebene in meiner Komposition und auch nur auf diese 3D-Ebenen haben Kameras einen Einfluss in After Effects. Die haben keinen Einfluss auf 2D-Ebenen. Ich zeige euch das. Ich mache jetzt mal die Ebene wieder zu einer 2D-Ebene, füge hier eine neue Kamera hinzu, einfach mal Standardeinstellungen jetzt hier und jetzt wird die hier hinzugefügt und wenn ich diese Kamera hier angeklickt habe, kann ich ja mit meinen Kamerawerkzeugen, zum Beispiel mit dem kombinierten Kamerawerkzeug, da gibt es auch noch mehrere Unterwerkzeuge, ich kann das auch mit C durchschalten, aber sagen wir mal, ich nehme jetzt das Rotationswerkzeug, ich mache hier was und es ist nichts passiert. Warum ist nichts passiert? Weil die Kamera zwar aktiv ist, aber die wirkt sich nur auf 3D-Ebenen aus. Das heißt, ich muss diese Ebene zur 3D-Ebene machen und wenn ich jetzt die Kamera verstelle, ich aktiviere die Kamera, nehme das Kamerawerkzeug, eins der Kamerawerkzeuge, egal welches, und ich drehe jetzt zum Beispiel mal hier, dann seht ihr, ich komme zum gleichen Effekt, zum gleichen Endresultat. Der Unterschied besteht jetzt darin, dass ich jetzt einfach nur die Kamera verstellt habe. Ich habe nicht das Objekt in seinen Rotationswerten hier verstellt. Das ist alles noch auf Null. Ich habe lediglich die Kamera verstellt. Und was viele jetzt auch nicht wissen und verstehen, wenn wir mit mehreren Kameras arbeiten, das können wir nämlich in einer Komposition, dann sehen wir immer die Einstellung, den Winkel der Kamera, die gerade aktiv ist. Was ist damit gemeint? Folgende Sachen. Momentan ist diese Kamera aktiviert. Warum? Weil wir nur eine Kamera hier haben und weil wir, weil diese Kamera auch gerade hier von der Ebene aktiv ist. Ich meine damit Folgendes. Ich kann ja zum Beispiel mal diese Kameraebene einkürzen mit Alt-Ä. Können wir einen In- und Outpoint der Ebene setzen. Das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, sobald ich jetzt einen Schritt weiter, auch nur einen Frame weitergehe,
sehen wir diese Formebene, dieses Quadrat wieder von der normalen Ansicht. Warum ist das so? Weil jetzt hier die Kameraebene nicht mehr gültig ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ich dupliziere jetzt mal mit Command-D oder Steuerung-D diese Ebene, schiebe die mal jetzt hier hin und bei aktivierter Kamera 2-Ebene nehme ich wieder mein Kamerawerkzeug, welches ist in dem Fall jetzt erstmal egal. Ich verstelle die Kamera jetzt einfach mal nur. Und was passiert jetzt, wenn ich hier zurück scrubbe? Dann wird die Kamera 1 aktiv und wir sehen die Einstellung, wie diese Kamera sie halt hier hat. Das kann animiert sein, das kann starr sein wie hier, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr versteht, dass wir in einer Komposition mehrere verschiedene Einstellungsgrößen haben können. Das ist das Wichtige. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier eine Ebene drin hätten und wir möchten zum Beispiel eine Kamerafahrt machen mit einer totalen über irgendeine Ebene und dann nochmal so eine Makroaufnahme, eine Kamerafahrt, dann können wir das so machen. Das wäre quasi die Reihenfolge, wie das Ganze dann abgespielt wird. Ja? Das ist halt wichtig zu verstehen. Wir können mehrere Kameras haben. Es wird in After Effects immer die Kamera angezeigt hier. Die Einstellung der Kamera wird hier angezeigt in eurem finalen Projekt, die zum einen, das ist ganz wichtig, hier aktiv ist. Also wo die Ebene halt noch greift, also der In-Out-Point ist, wenn ich das jetzt hier verlängere, also das meine ich damit, ab hier wäre es dann nicht mehr aktiv, seht ihr, da hört die Ebene quasi in dem Fall auf und die Kamera, die ganz oben ist. Ich zeige euch das. Ihr seht, wie die Kamera hier aussieht, Kamera 2 und Kamera 1, diese hier sieht so aus von der Ansicht. Schiebe ich jetzt diese Kamera hier drüber, dann greift wieder die Kamera 2, weil After Effects von oben nach unten durchrendert. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wenn ihr dann eine Kamera habt, die weiter oben liegt, dann seht ihr halt in eurem Endprodukt diejenige Kamera, die ganz oben liegt und die aktiv ist. Also deren In- und Outpoint halt zum jetzigen Zeitpunkt gerade greift. Ganz wichtig zu verstehen. Das sind so die beiden Geschichten. So, Kameras haben wir auch verschiedene Typen. Wenn wir die neu anlegen oder auch draufklicken. Wir können auch bestehende Kameras ändern, ist gar kein Problem. Dann haben wir hier einmal die Brennweiteneinstellung. Das beeinflusst, so wie wir es auch von einer normalen Kamera kennen, die Ansicht, also wie wir es auch aus dem wahren Leben kennen mit Kameras, so ist das hier auch. Hohe Brennweiten komprimieren, ne, machen den Raum, komprimieren den Raum und weite Brennweiten, die also kurze Brennweiten wie 12 mm und so weiter, alles was wir hier auswählen oder eingeben, die machen das Ganze halt breiter, alles was näher an der Kamera ist, wird dann halt breiter, so wie man das halt kennt. Dann haben wir hier noch 2-Knoten- und 1-Knoten-Kamera. Der Unterschied zwischen 1-Knoten- und 2-Knoten-Kamera ist jetzt hier erstmal so nicht ersichtlich. Wenn wir allerdings unsere Ansicht, wir haben ja jetzt hier die Ansicht aktive Kamera, ich wechsle jetzt zum Beispiel mal in einen Viewer mit, sagen wir mal, 4 Ansichten. Und jetzt schauen wir uns gerade Kamera 1 an. Man kann das ganz gut sehen, wenn ich jetzt Kamera 1 anklicke, sehen wir, das ist eine 1-Knoten-Kamera. Und wenn wir Kamera 2 anschauen, das ist eine 2-Knoten-Kamera. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, ist natürlich vom Hintergrund jetzt schlecht. Ich muss mal die Transparenz ausschalten und dann ein bisschen auszoomen. Wir haben jetzt hier, sehen wir von der rechten Ansicht die 1-Knoten-Kamera hier. Und wenn wir jetzt mal hier hingehen und diese Kamera uns angucken, dann sehen wir, dass das Ganze auf jeden Fall schon mal anders aussieht. Wenn ihr das mal hier vergleicht, das ist die 1-Knoten-Kamera, das ist die 2-Knoten-Kamera hier. Und der Unterschied ist einfach, dass die Kameras, ja, man sieht es auch hier in den Einstellungen ganz gut, 1-Knoten oder 2-Knoten, wenn ich das umschalte, schaut mal hier rechts, 1-Knoten, 2-Knoten. Die 2-Knoten hat quasi so einen Zielpunkt und die 1-Knoten hat das nicht. Man kann die 1-Knoten ein bisschen leichter verstellen. Es kommt immer darauf an, das ist eigentlich schon wie ein eigenes Tutorial. Die 2-Knoten-Kamera ist manchmal ein bisschen schwieriger zu handeln. Die hat dann halt diesen Zielpunkt hier und das ist so der grundlegende Unterschied. Aber das ist jetzt hier erstmal nur, dass ihr das hier gehört habt. Das ist jetzt nicht Ziel des Tutorials. Das wäre das. Ich schalte jetzt mal hier wieder zurück zur aktiven Kamera und einer Ansicht. Und jetzt haben wir das schon mal gesehen, dass es also mehrere Kameras gibt. Und ja, jetzt sehen wir zum Beispiel hier gar nichts mehr. Warum ist das jetzt so? Das ist auch wieder so eine Frage für sich. Habe ich jetzt irgendwas verstellt? Wir können die Kameras auch wieder zurücksetzen hier unter Transformieren, zurücksetzen. Und dann hätten wir die wieder zurückgesetzt. Animieren kann man Kameras auch, ist aber genauso zu machen wie überall anders auch. Die Position oder auch, was können wir noch? Zielpunkt, Drehung der Kamera könnten wir alles animieren. Beispiel, hier ist die Drehung hier. Weiter vorne ist die Drehung etwas anders.
Und das ist jetzt schon wieder das Problem. Jetzt habe ich hier eine Zweiknotenkamera. Ich mache da meine Einknotenkamera draus. Und dann könnte ich hier noch irgendwas animieren. Und ihr würdet sehen, das Ganze wäre dann animiert. So, jetzt haben wir uns die Geschichten angeguckt mit den Kameratypen, mit Kameraeigenschaften, Brennweiten etc. und dass die jeweilige Kamera halt angezeigt wird, die oben liegt und die auch aktiv ist, also deren In- und Outpoint, so wie hier, halt gerade greift. Das ist so der Unterschied. Kamera tracken schauen wir uns nochmal an. Was passiert, wenn wir ein Video haben, in dem Fall hier? Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt hier in der Komposition, denkt euch mal alles andere weg hier, wir haben jetzt hier nur, kann das ja auch mal ausblenden hier, alles andere, wir haben jetzt hier nur unser Video drin, unser Footage, und ich werde auch gerade nochmal das hier ausblenden. Nur dieses Video, auf dieses Video habe ich jetzt den Effekt 3D-Kameratracker angewendet. Das seht ihr auch, dass es hier passiert. Wenn ich den Kameratracker anklicke, dann für diejenigen, die den Kameratracker nicht tun, wenn wir den Effekt Kameratracker anwenden auf eine Ebene, dann untersucht er die Ebene. Und das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, was hier passiert. After Effects guckt sich dann euer Footage an und versucht, die Kamera, die tatsächliche Kamera, die dieses Footage aufgenommen hat, nachzubilden. Und das ist auch hier passiert bei dem Kameratracker. Ich zeige euch das. Wenn wir uns jetzt mal wieder das ganze Geraffel, was ich hier schon mal gemacht habe, einblenden und diese Kamera hier uns mal anschauen, ich zeige gleich, wie man die erstellt. Die wurde halt durch diesen Effekt Kameratracker erstellt und das kennen ja die meisten von euch vielleicht auch. Dann schauen wir uns mal an, 3D-Kameratracker, und ich drücke mal U, um uns alle Keyframes dieser Ebene anzeigen zu lassen. Dann sehen wir, dass sie hier für jeden einzelnen Keyframe, für jeden einzelnen Frame einzelne Keyframes hat, weil After Effects die Kamera quasi nachgebaut hat. Die Kamera, die jetzt hier übers Meer geflogen ist. Was ermöglicht uns das? Wenn wir mal hier die Kamera anklicken, oder eher gesagt das Footage und den Kameratracker, dann sehen wir diese ganzen Trackpunkte hier. After Effects hat quasi diese Szene aufgelöst und hat eine virtuelle Kamera nachgebaut, die jetzt in dieser Komposition drin liegt. Wir sehen das hier, 3D-Kamera, die liegt hier drin. Und das ermöglicht es uns jetzt, 3D-Ebenen in diese Komposition einzufügen. Und dadurch, dass wir hier eine Kamera haben, die genauso ist wie die, die das Ganze aufgenommen hat, werden sich auch 3D-Ebenen genauso bewegen oder an den Positionen aufhalten, wie die, also als ob sie halt tatsächlich da wären, weil wir ja die Kamera nachgebaut haben. Wir haben ja diese Kamera virtuell aufgelöst, die das Ganze hier in echt aufgenommen hat. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe dann zum Beispiel hier mit dem Kameratracker ein paar Punkte angeklickt, sagen wir mal so, Rechtsklick. Und dann habe ich eine Nullebene erstellt und dann habe ich einen Text erstellt, den sehen wir hier auch schon. Dort ist der Text. Den Text habe ich einfach mit dem Textwerkzeug geschrieben, dann steht er dort, habe ich ihn in eine 3D-Ebene umgewandelt, indem ich halt das 3D-Icon da unten angeklickt habe. Dann bin ich zu der Null-Ebene gegangen, die ich ja hier erstellt habe, und wenn wir uns die mal anschauen, die bleibt an der Stelle. Und warum, sage ich auch gleich noch. Dann habe ich mir hier diese Positionswerte anzeigen lassen, da sind die, Steuerung C. Hier auf dem Text auch Positionswerte mit P aufgerufen, angeklickt, Steuerung V eingefügt. Und dann kann ich ja mal machen, dann steht der Text genau dort an der Stelle des Nullobjekts. Und das kann ich mir auch ausblenden. Und der Text ist jetzt wie fest geklebt an der Stelle. Und warum ist das so? Weil in dieser Szene eine 3D-Kamera drin liegt. Diese 3D-Kamera ist aktiv und die Kamera ist halt erstellt auf Grundlage dieses Footages, von diesem Drohnenflug hier über den Strand. Und deswegen sieht es halt so aus, als ob der Text quasi dort klebt oder zur Szene gehört, weil er sich genau so verhält wie die echte Kamera, die dieses Material aufgenommen hat. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Ich zeige euch, wir haben ja eben gelernt, dass man mehrere Kameras auch haben kann und dass immer nur die Kamera angezeigt wird, die natürlich gerade aktiv ist. Ich mache mal hier Folgendes. Wir gehen mal hier auf die Kamera. Die ist jetzt aktiv in dieser Komposition. Es ist auch egal, ob die unten liegt oder oben liegt. Hier in unserem Projekt. Ich kann die jetzt nach ganz unten schieben, ich kann die nach ganz oben schieben, das ist ganz egal. Der Text wird immer mitgetrackt. Warum ist das so? Weil es die einzige Kamera ist, die in diesem Projekt drin ist, weil sie aktiv ist zu diesem Zeitpunkt. Wenn wir hier den Abspielkopf anschauen, die ist aktiv. Ja? Und es ist, wie gesagt, eine 3D-Tracker-Kamera
Und mein Text ist auch ein 3D-Element. Wenn ich das jetzt rausnehme, ich sage, das ist kein 3D-Objekt mehr, dann ist es losgelöst davon, ja, und schwebt halt nicht mehr so an der Stelle, wo es eigentlich eben war, weil es jetzt nichts mehr damit zu tun hat. Es steht jetzt einfach nur wie eine Ebene über einer Videoebene. Es hat nichts mehr mit diesem 3D-Raum zu tun, den After Effects virtuell rausgerechnet hat. Ich aktiviere wieder die 3D-Ebene und ihr seht, es folgt wieder dem Ganzen. Es ist natürlich jetzt an einer anderen Stelle, aber da kann ich mir die Position von dem Nullobjekt nehmen und hier bei P für Position wieder einfügen. Und dann ist es dort. Und ich kann das natürlich auch verändern. Ich kann natürlich auch sagen, die Rotation, leg mir das Ganze zum Beispiel irgendwie hin oder so. Oder verschieb mir das. Ja, das kann ich ja alles machen. Es bleibt dann in diesem 3D-Raum. Ich kann auch die Skalierung ändern und so weiter. Da kann man ganz kreativ werden. Ich kann auch den Blendmodus der Ebene ändern, hier zum Beispiel überlagern und so weiter. Und es bleibt dann quasi an der Stelle hier, weil es halt in der 3D-Szene getrackt ist. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das verstanden hat. Und auch hier kann man mehrere Kameras benutzen. Ich habe ja eben gesagt, wenn die Kamera endet, sagen wir mal, ich mache jetzt hier mit Alt-Ä ein Outpoint und dann geht es ab dem nächsten Frame nicht mehr. Ja, dann liegt die Ebene einfach dort und ist nicht mehr verbunden mit der Szene, weil die Kamera quasi hier endet. Mache ich den Outpoint der Kamera wieder länger und am Abspielkopf, an der Position des Abspielkopfes ist diese Kamera aktiv, dann gilt das auch wieder an der Stelle. Und das sind so grundlegende Basics. Wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man das ganze Prinzip also verstanden und weiß auch, warum es so funktioniert, wie es funktioniert. Es macht natürlich in einer 3D-Ebene oder in einer Komposition mit 3D-Ebenen, macht natürlich nur eine 3D-Tracker-Kamera Sinn, außer man hat jetzt mehrere Footages hintereinander. Also was meine ich damit? Angenommen, ich habe jetzt hier mein Video A, diese C63999, und das geht bis hier. Und dann kann ich auch diese 3D-Tracker-Kamera, die dafür geht, nur bis da laufen lassen. Und danach würde dann das nächste Footage kommen mit der nächsten 3D-Tracker-Kamera, weil da vielleicht auch wieder ein Text eingebunden ist. Aber das kommt immer ganz drauf an, wie man das machen möchte. Man kann natürlich auch so arbeiten, dass man dieses Ganze hier in eine Unterkomposition packt. Und dann sage ich jetzt mal Clip 1 und dann ist das hier quasi mein Clip 1 und danach würde dann Clip 2 kommen. Das würde natürlich auch funktionieren, dass dann quasi erst Clip 1 läuft, sagen wir mal bis hier und ab hier läuft dann Clip 2 und jeweils in der Komposition drin ist dann die 3D-Tracker-Kamera, die dann es ermöglicht, 3D-Objekte in diese Szene zu integrieren. So, ich denke mal, dem einen oder anderen dürfte das jetzt was gebracht haben. Ihr wisst den Unterschied zwischen dem 2D-Arbeitsraum, dem 3D-Arbeitsraum. Ihr wisst, was es mit den Kameras auf sich hat. Ihr wisst, wofür eine 3D-Tracker-Kamera ist. Sie ist dazu da, die Szene virtuell aufzulösen, die Kamera, die das Material tatsächlich gefilmt hat, aufzulösen, damit wir 3D-Objekte in die Szene einfügen können und die an der Stelle stehen bleiben, als ob sie dort im wahren Leben halt stehen würden. Und mehr ist das im Prinzip nicht. Wann machen mehrere Kameras Sinn? Es gibt noch ein Anwendungsszenario, was ich ja eingangs erwähnt hatte. Wenn man jetzt Kamerafahrten machen will, ich hatte zum Beispiel mal, kann ich ja gerade mal zeigen, ob ich das jetzt finde hier, muss ich mal gerade gucken. Genau, hier habe ich das zum Beispiel, da habe ich in meinem After Effects Projekt eine Element 3D-Ebene gehabt. Ist ja auch im Prinzip egal, was es war und das sind mehrere Kamerafahrten hier. Wenn man jetzt hier so rüber geht, dann sind das mehrere Einstellungen. Also dieses Zeichen ist immer gleich, aber es kommen halt mehrere Kameras hintereinander. Und das ist halt einfach wichtig, dass man das mal versteht. Das ist also ein 3D-Objekt im ganzen Projekt, aber mehrere Kameras nacheinander. Das bedeutet, im Projekt sieht das Ganze dann so aus. Ich kann das ja auch gerade mal öffnen hier, dass ihr das mal seht. So, hier seht ihr das Ganze, das Endprodukt, wenn wir uns das jetzt mal anschauen. Und hier sehen wir auch, was passiert. Wir sehen hier die ganzen Kameras. Kamera 1, Kamera 2, Kamera 3, Kamera 4. Ihr seht jetzt hier, ein paar Frames weiter vor wird gleich die nächste Kamera aktiv und so weiter. Und hier hinten wird wieder die nächste aktiv, dann wird hier wieder die nächste aktiv und so weiter. Und ihr seht also, die Inpoints der Kameras fangen später an und natürlich liegt auch eine Kamera über der nächsten und immer die Kamera ist aktiv, deren In- und Outpoint gerade greifen. Deswegen ist jetzt hier Kamera 8 aktiv und die halt weiter oben liegt. Würde ich jetzt die Kamera hier hochschieben, dann wäre die halt aktiv. So, ich hoffe, ihr habt das verstanden, das Grundprinzip. Sollten noch irgendwelche Fragen da sein, schreibt unten in die Kommentare einfach rein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ciao.